Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer von Eichkogel, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 314. Eichkogelwanderung am Freitag, dem 29. Jänner 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichkogel, sondern ich sitze hier am Klavier, aber es ist noch zu, denn ich werde mich erst nach und nach in den Nachmittag hineinarbeiten. Aber ich sitze sozusagen in der Steiermark, unter der Steiermark. Sie sehen hier eine alte Landkarte vom Herzogtum Steiermark. Da sieht man noch auch die untersteirischen Gebiete, die gehören ja zu Slowenien, sind aber trotzdem Steiermark, denn Sie wissen ja, auch in Slowenien heißt der Teil Steiermark Steierska. Und es gibt also einen österreichischen Teil der Steiermark und einen slowenischen Teil der Steiermark, aber Steiermark ist Steiermark oder Steierska ist Steierska. Hoffentlich spreche ich das einigermaßen richtig aus. In den letzten Tagen haben wir ja einige Male beim Wandern ein bisschen diskutiert, wie lang die Haare sein können. Meine sind sehr lang. Das heißt, ich belege hier jeden Tag, dass ich nicht mich in die Schwarzarbeit einbinden lasse und vielleicht irgendwo geheim im mitternächtlichen Schutz der Dunkelheit meine Haare kürzen lasse oder womöglich auch selber kürze, Hand sozusagen selber an mir anlege, um da nicht ganz zu verwildern. Aber ich glaube, im Sinne des Lockdowns kann es durchaus sein, dass die Haare noch ein bisschen länger werden und auch der Bart. Da ich mich in der Steiermark befinde, finde ich noch durchaus, dass ich nicht außerhalb der üblichen Haar- und Barttracht des Landes unterwegs bin. Und in diesem Sinne freue ich mich auf den ersten Friseurtermin nach dem Lockdown. Aber ich bin sehr geduldig. Wenn der Lockdown dauert, dann hat es eben auch mit dem Friseurtermin noch ein bisschen Zeit.